Guten Tag, guten Tag. Und heute haben wir mit Leon Mascher geschrieben und gefragt, welche Musik er hört. Fame, natürlich. Das also ist Stuhlgang. Warum ist es verwerflich, wenn Dennis seinen Bruder benutzt, aber okay, wenn du mit Dennis das Gleiche machst? Ich muss ehrlich sagen, ja, da habe ich nicht viel zu sagen. Ist uns unglaublich draufgekommen. Doppelmoral halt, ne? Unglaublich, weil wie du Dennis einfach ausschlachtest für Geld. Ja, schlimm. Ich schlacht Dennis ja auch für Geld und zwar koscher. Alter, das ist mir egal. Ja, man muss ja auch dazu sagen, ich schlacht ja nicht nur Dennis für Geld aus, ich schlacht ja auch dich aus, all deine Verwandten. Ich bin Hitler. Du kackst ja angeblich mittlerweile im Sitzen. Alter, zu einer weiteren Folge Heider labert. Scheiße. Vorab, ich habe die geilste Community, die ich mir vorstellen kann. Ihr seid passt. Der Kanal wächst weiterhin. Wir sind mittlerweile bei über 1 und 1. Das ist fantastisch. Ich danke euch vielmals. Und dadurch, dass aber der Kanal wächst, wächst der Kanal. Und dadurch finden Leute ihren Weg auf den Kanal, die, ich würde mal sagen, meinen Content nicht so ganz verstehen. Und und wenn ich irgendwie ein Simon Desio Video mache und es kommt in die Trends oder ein Leon Mascher Video, dann kommen immer diese typischen Fans. Tatsächlich Zuschauer und Hater-Kiddies von mir. Ich benutze das Wort Hater-Kiddies immer ungern, aber nennen wir es jetzt mal so in dem Fall. Und da gibt es halt so ein paar schwarze Fans in letzter Zeit und die machen SD-Karten-Diebstahl. Für alle Hater, aber auch für alle Leute, die jetzt neu dazugekommen sind und vielleicht meinen Kanal noch nicht so ganz verstehen. Ich mache Konkurs-Videos, aber SD-Karten-Diebstahl. Das macht man einfach nicht. ApoRed soll sterben. Hoffentlich verreckt ApoRed. Hoffentlich stirbt Leon. Hoffentlich kratzt Marcel Scorpion ab. Das ist ja auch witzig. Und ja, ApoRed soll sterben. Hoffentlich stirbt Leon. Hoffentlich kratzt Marcel Scorpion ab. Das ist nicht augenzwinkernd. Das ist einfach bloß, ich wünsche Menschen den Tod. Es gibt teilweise diese Fälle, da entschuldigen sich Hater dann. Die schreiben dann wirklich sowas wie, hey, es tut mir leid. Da bin ich völlig aus der Haut gefahren, das habe ich total übertrieben gesehen, eigentlich bist du ja ganz cool, blablub. Und dann kommen manche Zuschauer von mir, als sie sich schon entschuldigt haben und schreiben dann noch, boah, du passt, du Hurensohn, jetzt machst du den Rückzieher, du kleiner Wichser. Da ist einer, der liegt quasi dann am Boden und ihr tretet nochmal nach. Und das ist fantastisch, da muss man nochmal drauf treten. Ich mache das auch, das ist doch nett gemeint. Das ist ein großes Lob. Das nächste Thema, zwei Sachen sind es noch, vielleicht kriege ich es ja jetzt wirklich mal hin. InScope 21 hat mich ja gedisst. Selbst wenn man InScope nicht kennt, sieht man sich dieses eine Video an. Und ja, so viel erwarte ich von meinen Zuschauern, dass sie sich Videos ganz ansehen. Das sind 5 Minuten. Da wird sehr schnell klar, wenn er am Ende sagt, übrigens abonniert mich, liked mich, ja, aber kauft nicht mein Merch. Dann sollte einem spätestens klar sein, dass dieser Mensch alles ernst nimmt und ernst meint. Das heißt, wenn er mich also disst, nämlich InScope, du bist ein Hurensohn, ein dreckiger Wichser, Missgeburt, du gehörst geschlagen und verpiss dich von YouTube. So, und jetzt ist das Ende.